im Einspielen. Der Post-SV Mühlhausen gegen den TTC Neu-Ulm. Mühlhausen ja zuvor schon mit 2 Siegen, zum einen der Champions League und zum anderen hatten sie ja auch zuletzt Düsseldorf geschlagen. Und jetzt wollten sie eben auch den 3. Sieg in Folge nachlegen. Aber Neu-Ulm, ja wirklich in der ersten Saison schon ein sehr, sehr starkes Team, präsentiert sich immer wieder toll. Hat hier und da ein bisschen Pech, weil oft geht es in die Entscheidungsdoppel. Aber mal schauen. Wir gucken uns erstmal, wie es losging. Und zwar mit Kai Stumper auf Seiten von Neu-Ulm. Er bekam hier seine Chance. Gute Rallye. Und er bekam es vor allen Dingen mit Danny Habeson zu tun, dem österreichischen Nationalspieler. Kann ausgleichen. 9:9. Und Stumper verkaufte sich gut. Auf Seiten des Österreichers. Aber wenn es drauf ankam, dann hatte man doch irgendwie den Eindruck, da kann dann Danny Habeson nochmal ein kleines bisschen zulegen. Und so hatte er im 3. Satz dann schon Matchbälle. Das klappte und das reichte. 1:0 für den Post-SV Mühlhausen nach diesem ersten Spiel. Dann Dubomir Jančarik gegen Viktor Brod. Da war wieder die Rückhand von Jančarik. Rückhandrakete. Vor Jančarik. Ich bin ein wenig zu langsam. Bleibt da nah am Tisch stehen und aus dem Unterarm und auch viel Handgelenk. Dann zack, schlägt die Rückhand da ein. Schön gespielt von ihm. Aber auch Viktor Brod kann mit der Rückhand umgehen. Zeigt da hier viel Übersicht und auch viel Gefühl. Den Ball schön da in die Ecke geblockt. Zwischenstand in Sätzen 1:1. Ja, das ist ein super Ballwechsel zwischen den beiden. Langen Ballwechsel. Da ist dann Jančarik oft im Vorteil gewesen, der Kämpfer. Jančarik am Ende mit der härteren Vorhand. Guter Punkt. Zeigt hier die Faust, pusht sich und holt sich den 3. Durchgang. Ja, ein bisschen Glück. Aber Viktor Brod weiterhin mit dabei. Aber guter Punkt trotzdem auch von beiden. Ihm ja schön gespielt, die Rückhand umlaufen und die Linie dann lang gezogen. Kein einfacher Schlag. Aber im 4. dann 10:9 und den die Chance für Jančarik, alles klar zu machen. Und wieder schlägt die Rückhand ein. Gewinnt Lubomir Jančarik. 2:0 für den Post-Express zur Pause. Durch diesen Erfolg von Lubomir Jančarik. Das 3. Einzel lautete dann Steffen Mengel gegen Thiago Apollonia. Ja, großartiger Ballwechsel wieder. Und hier mit viel beiden. Gefühl gespielt von Apollonia, der da so ein bisschen den Schwung rausnimmt. Platziert den Ball gut da in der Ecke. Die Länge sein. Aber der kam eben auch einfach noch ein paar Zentimeter kürzer als die vorher. Das war gut gespielt und da stand dann Steffen Mengel zu diesem Ball etwas falsch, konnte nicht mehr richtig zurückbringen. Mit der Rückhand erfolgreich. Thiago Apollonia dominant. Gerade auch hier im 2. Satz. Und er ging dann eben auch zügig mit 2:0 in Führung. Dann im 3. aber wieder eine enge Kiste. 8:9 aus Sicht von Steffen Mengel. Und dann muss man den Ball erstmal so spielen. Mit der Rückhand ausgeguckt und dann rüber. Sehr gut gemacht von ihm. Trotzdem, Apollonia holte sich den nächsten Punkt und hatte dann Matchball. Und den macht er. Und hält die Gäste hier am Leben im 3. Satz. 11:9 und damit der Anschluss aus Sicht von Neu-Ulm. Nur noch 1:2, wenn man das Scoreboard aus der Sicht der Gäste liest. Dann wieder der nächste Auftritt von Danny Habeson. Und hier gab es jetzt einen Wechsel bei Neu-Ulm. Denn in die Partie kam Abdelkader Salifu. Er sollte jetzt gegen Danny Habeson die Kohlen aus dem Feuer holen für Neu-Ulm. Und tatsächlich spielte er richtig groß auf. Erster Satz ging an Salifu. Viel Tempo. Auch im 2. von beiden Spielern machte er einen sehr guten, sehr stabilen Eindruck. Auch wenn hier der Ball ins Netz fliegt, aber trotzdem, er holte sich diesen 2. noch. Und der hier zwar mit Glück, aber trotzdem auch optimistisch und gut gespielt. War so ein bisschen John Wayne-mäßig aus der Hüfte. Und dann 10:4, 6 Matchbälle für Salifu. Und tatsächlich gewinnt er hier mit 3:0 Sätzen. Gegen Danny Habeson. Sicherlich kein Ergebnis, das man vorher erwarten konnte, schon gar nicht in dieser Klarheit. Ja, und so war Neu-Ulm dann wieder im altbekannten Schlussdoppel. Das kennen sie bestens. Das gab es diese Saison für Neu-Ulm schon sehr, sehr oft. Punkt für die Mühlhäuser. Aber auf der anderen Seite Post-Mühlhausen eben auch mit einer sehr guten Doppelpaarung hier. Jančarik, Ionescu. 3
drei Punkte vor jetzt. Und sie spielten gegen Thiago Apollonia und Gustavo Tsuboi. Die Postler holten sich den ersten Satz. Auch im zweiten waren sie erstmal deutlich vorne. 5 zu 0. Glück. Der Zwischenstand hier. Jansrik stand schon parat. Und das ist eine schöne Rückhand zunächst von Ionescu, der hier mit den Knien schon auf dem Boden war. Aber der Punkt trotzdem noch für Neu-Ulm. Aber der hier natürlich jetzt erste Sahne. Klasse gespielt. Großartiges Doppelspiel. Mit der Rückhand den Ball dahin platziert, wo einfach keiner der beiden Neu-Ulmer da war zu diesem Zeitpunkt. Also wirklich toll. Und im dritten Satz dann 10 zu 6. Matchbälle für Mühlhausen. Und den ersten nutzen sie. Und dann war die Entscheidung gefallen. Enger Krimi in der Halle am Christianplatz. Am Ende gewinnt Mühlhausen 3 zu 2 gegen Neu-Ulm. Und wir haben die Stimmen zum Spiel eingefangen. Ja, ich habe mir eigentlich gar nichts vorgenommen, gar nicht viel erwartet von meinem Spiel heute gegen Habesohn, sagt der Abdelkader Salifu. Aber das lief dann richtig toll. Und es war einfach ein sehr, sehr gutes Spiel von mir und für das Team. Klar, wir haben am Ende knapp verloren, aber wir lernen aus den Spielen. Deshalb trotzdem, ich bin froh heute. Hat niemand gerechnet, glaube ich. Erstmal sowieso die Sensation gegen Düsseldorf, aber dann noch zwei Erfolge folgen zu lassen, ist schon großartig. Und Ionescu und Jan Verreck, das ist ihre Woche. Ich hoffe, es geht in Russland so weiter nächstes Jahr.